vollblockt. Die Fische sind gerade dabei zu schlüpfen. Wir haben gestern die ersten gesehen und heute ist das ganze Becken voll. Wir halten direkt mal die Kamera drauf. Es wird ganz grob geschätzt, so zwischen 10.000 und 50.000. Es ist ganz schwer, da eine richtige Zahl zu nennen. Schauen Sie mal ins Becken rein. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt auf der Kamera zu sehen ist, aber hier oben ist alles voll. Das ganze Becken ist voll mit kleiner Karashi oder Kigoi. Die werden wir jetzt erstmal noch so 3, 4, 5 Tage weiter großziehen. Und dann wird die erste Selektion stattfinden, bei der wir sie natürlich auch mit dran teilhaben lassen. Aber bisher ist es, glaube ich, ein super Erfolg, eine so hohe Befruchtungsrate hinbekommen zu haben. Alle sind geschlüpft, es ist überhaupt nichts passiert bis dato, im negativen Sinne. Alle sind gut drauf, schwimmen munter durchs Wasser, fressen schon, alles sehr gut.